Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play. Bau dich auf mit deinem Dulag. Schön, dass du am Start bist. Ich spiele hier gerade im Neujahr. Ein paar Leute auf dem Server. Ich mache mal eben den Screen hier weg, damit wir auch nicht gestört werden. Und jetzt schauen wir uns doch mal hier das Haus an. Das ist das Haus von FighterHD001. Hier ist jeder willkommen. Dulag LP auf. Steht nochmal auf. Gucken wir mal von oben, was hier so abgeht. Hier ist so ein sehr holzlastiges Haus. Also sehr, sehr rustikal wieder. Sehr warm auf jeden Fall. Hier ein paar richtig coole Ideen, wie ich auch finde. Hier so diese Klappen hier vorne. Sozusagen als Fensterdach. Richtig cool. Wobei hier fehlt auf der einen Seite. Ne, da war der Halter auch. Da sind die Halter dran. Richtig süß gemacht. Hier auch die Stützpfeiler. Und mal gucken, was wir noch so von außen sehen können. Wir sehen da schon so eine Dachterrasse. Noch eine Terrasse, also ein Balkon und einen kleinen Garten. Ja, dann schauen wir noch mal. Schauen wir uns das noch mal das Haus an. Und ihr kennt ja die Challenge. Ich versuche, eure Häuser hier vorzustellen und versuche natürlich alle Räume, auch Geheimräume und so weiter, zu entdecken. Gelingt natürlich nicht immer, aber ich gebe mir große Mühe und einigermaßen gut hat es ja auch bisher geklappt. Ich wünsche euch aber noch mal ein schönes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Ich habe mich hoffnungslos überfressen und deswegen sitze ich hier auch völlig fertig vorm Computer und nehme mal direkt mal die nächste Challenge-Video hier auf. Die Challenge ist ja, ich charakterisiere euch und ihr votet dann, was das beste Haus ist. Der Sieger kann dann mit mir zusammen Let's Play machen und ja. So, wie sieht es denn hier aus? Sehr, sehr warm und offen, die Wohnung. Also keine, nicht so in Räumen, sondern so eher so offenes Wohnen, barrierefreies Wohnen. Was haben wir hier? Die Küche. Hier überall Theken drin. Alles abchecken. Wahrscheinlich der Kühlschrank. Du machst unheimlich viel mit diesen Klappen. Scheinst du sehr gerne zu mögen. Und auch wieder Blumen mit Vase. Also viele Blümchen überall, ne? Also so ein gesellig, gemütlicher Typ wahrscheinlich. Alles warm, ganz warm. Braune, warme Töne. Oh, der Keller, den hätte ich fast übersehen. In meinen Keller rein. Oho, hier fließt wieder die Lava runter. Und eine fette Truppe. Aber nichts drin, nichts zu entdecken. Vier Ambosse übereinander. Was soll das darstellen? Schwierig zu interpretieren. Fällt mir gerade nichts ein. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was das hier darstellt? Kannst du selber mal schreiben, würde mich interessieren. Aber sonst hier, das ist der Keller. Gemütlich, aber sehr minimalistisch, würde ich sagen. Hier gehen wir da hoch. Hier wieder eine warme Wohnung. Da ist jetzt ein Garten, den gucken wir uns dann später nochmal an. Oh ne, wir gucken uns jetzt mal den Garten an. Dann habe ich hier eigentlich alles. Moment, das muss ich mir nochmal genauer angucken. Also hier auch wieder die Pfeiler, genau, unterschiedliches Holz genommen, das finde ich ganz gut. Also hier das Fichtenholz und das Eichenholz und dann auch nicht nur die Holzblöcke genommen, sondern wieder die Bäume. Richtig Baumstämme hier nach oben gelegt. Und seitlich diese Streben auch cool. Das finde ich immer geil, wenn ihr sowas macht. Und hier oben auch nochmal dekoriert. So eine Art Lüftung oder so sieht das aus, also wenn frische Luft reinkommen kann. Und die Stühle sind geil. Also die sind richtig geil. Hier die Stufe mit der Tür sozusagen als Rückenlehne und ja, diese coolen Schilder hier. Geil. Gefällt mir extrem gut. Und hier auch sozusagen, wo die Blumen draufstehen, auch geil, dass das so. Moment, ich muss mal irgendwas clear machen. So. Die Blumen hier, die stehen ja auf dem Holz hier und er hat das halt so hingestellt, dass das aussieht wie so eine Dekoration irgendwie, wie so eine Tischdecke quasi. Auch geil, gefällt mir auch gut. Also sehr viel Liebe zum Detail. Also wenn man auf den ersten Blick so reinkommt, sieht das erstmal so normal aus, finde ich auch so eine Bude, ne? Aber wenn man genauer hinkommt, dann sieht man hier schon einige Stellen, wo man halt so viele Details entdeckt, ne? Wie jetzt gerade. So, gehen wir mal hoch.
Ah, so, so. Hier in der Dachschräge hast du also das Bett. Sag mal, stößt dir nicht den Kopf, wenn du da oben aufstehst morgens? Dong. Oder geht das noch? Ich hätte das Bett ja vielleicht andersrum gestellt, ne? Oder? Nee? Aber gut. Vielleicht bist du nicht so ganz so groß von der Körpergröße, dann passt das. So Hobbit-mäßig. Und hier auch wieder Blümchen. Also Blumen. Blumen magst du. Oh, lesen. Du magst lesen. Gibt's hier Hinweise? Ne, gibt's hier keinen Hinweis, was du liest. Oder du beziehst dich halt auf einen starken Verzaubertisch. Vielleicht gefallen dir auch irgendwelche so Fantasy-mäßigen Sachen, sowas wie Harry Potter oder Herr der Ringe oder so. Wie du um Verzaubern geht. Ach komm, dann schenken wir dir mal hier ein paar Dias, wenn du da schon was drin hast. Und du kriegst auch noch, du kriegst, Moment, da muss ich mir das Interface einschalten. Das ist ein Hundi. So. Bleib sitzen. Hab ich das weggemacht? Ich wollte sitzen. Ah, da muss ich das abwählen, ne? Also, das geht bei dem jetzt nicht. Ne, geht um Hundi. Egal, egal, egal. Warum auch immer. Wahrscheinlich, weil er gerade nicht mir gehört oder so. So, auf jeden Fall rennt er jetzt in einer Bude rum. Das ist ein neuer Hund. Also ein Wolf. Und wir gehen mal weiter. Hier, ist der Dulak in deinem Häuschen. Dulak. Ah, die Dachterrasse haben wir noch nicht gesehen, die andere, da müssen wir nochmal hin. Oh, hier Glowstone im Garten. Ah, Garten müssen wir auch noch machen. Garten und andere Dachterrasse. Hier auch wieder Blümchen. Also Blumen magst du. Und du achtest auf Details. Also eher der. Ich weiß nicht, ob du der ordentliche Typ bist, auf jeden Fall. Sieht schon alles sehr symmetrisch aus. Und jetzt hier die blaue Tischdecke. Interessant. Das erste Mal blau jetzt. Glaube ich. Und hier auch wieder die Pfeiler genau auf den Blöcken. Also sehr, sehr, sehr ins Detail gegangen hier. Geil, einfach geil. Cooler Ausblick übrigens von deinem Haus hier. Muss man sagen. Ja. Also warm. Unglaublich warm hier mit dem Dachboden. Auch gemütlich. Das fällt mir dazu ein. Du bist ja der warme Typ, ne? Du magst Blumen. Fantasy lesen vielleicht. Und jetzt schauen wir mal, was wir so im Garten finden. What? Hier auch wieder sehr detailreich. Finde ich cool hier mit den Stützen nochmal, muss ich sagen. Hier auch, dass das hier so rangeht. Extrem geil. Was ist das? Ach, das ist sozusagen das Fenstershot. Sieht leider nur offen cool aus, aber du hast ja offen. Von daher ist ja okay, sieht auf jeden Fall cool aus. Coole Idee hier mit den zwei Fenster hoch und dann diesen Shot. Super, super geil. Hier ein paar Blümchen im Garten, dann ist die Lampe, die Glowstone-Lampe. Und auf der anderen Seite auch. Und da pflanzt du Karotten an. Magst du Karotten? Oder ist das jetzt einfach nur, weil das cool aussieht? Kannst ja mal in die Kommentare schreiben, wenn du das siehst. Irgendwann das Video. Ich sag mal Bescheid. Und ja, hier wieder diese Klappen. Der Hund ist mittlerweile raus in die frische Luft. Der will wahrscheinlich weg. So, ja, ich würde sagen, an der Stelle haben wir, glaube ich, dein Haus hier durch. Sieht cool aus, richtig viel Mühe gegeben. Auf jeden Fall viel auf die Details wieder geachtet. Sowas finde ich immer cool. Auch hier oben wieder, ne? Fighter HD, ich wünsche dir frohes neues Jahr. Schön, dass du mitgemacht hast. Hat mich richtig, richtig gefreut. Und geiles Haus. Ich frage mich nur, warum ist das jetzt hell da? Damit das hier nicht so dunkel ist? Damit das hier nicht so dunkel ist, oder? Die Dachterrasse. Naja. Geile Sache. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns. Ciao, ciao. Dein Dulak.